Guten Morgen, Leute. Heute ist Samstag, Tag 5, somit auch der letzte Tag unserer Challenge. Und ich muss sagen, es geht echt relativ gut alles. Gut, wir haben auch mega Glück gehabt beim Wetter jetzt die ganze Zeit. Wie man sieht, heute schon wieder Sonnenschein. Es war zwar arschkalt für die Nacht, aber ja, gut, setzen wir jetzt früh in die Sonne, passt es wieder. Sonst hungermäßig ist eigentlich auch nicht so richtig das krasse Hungergefühl eingetreten bis jetzt. Also wie gesagt, die ersten zwei Tage, das war halt so eine erste Entzugserscheinung so mäßig. Das hat so irgendwie wie damals, wo ich mit dem Rauchen aufgehört hatte. Aber jetzt so, ja, man fühlt sich ein bisschen schwächer, mal ein bisschen Kreislauf oder so, aber dass das direkt jetzt das krasse Hungergefühl aufkommt, eigentlich nicht, wahrscheinlich dauert das noch ein bisschen länger. Also von daher alles gut. Heute um 0 Uhr ist dann quasi die Challenge beendet. Da werden wir dann schön aufkochen. Wahrscheinlich, das ist mal der grobe Plan jetzt, dass man vorher ein bisschen was vorbereitet und dann ein bisschen ja, feiert, in Anführungsstrichen. Ja, mal schauen, heute muss es mal gut gehen. Mal gucken, hier Bestandsaufnahme machen, mal Sachen sortieren, packen und so weiter schon mal. Na, morgen geht es ja schon zurück. Morgen früh müssen wir dann zum Auto paddeln. Da müssen wir noch 5-6 Stunden fahren. Genau, relativ lang. Jo. Soweit erstmal. Alles gut. Dann bis später. Hier ist wieder auf hoher See unterwegs, wie man sieht. Diesmal hier in wunderschönen natürlichen so eine kleine Bucht drinne. Da haben wir jetzt schön gechillt, einen halben Tag, und jetzt geht's dann zu unserer Insel für heute. Genau, da werden wir dann schon mal nachher ein bisschen was vorbereiten, ein bisschen Holz machen und so weiter und so fort. Fürs Großfinale um 0 Uhr. Genau, da werden wir dann schon mal kurz vorher ein bisschen Essen vorbereiten, dass wir dann Punkt 12 quasi Abendbrot essen können. Voll geil, wird mega. Unser Tobi, ein paar den. Genau, da fahren wir jetzt erstmal hin. Genießen wir heute schönes Wetter heute. Das ist echt wieder traumhaft. Traumhaft warm. Richtig geil. Genau, letzter Tag hier. Deswegen noch ein bisschen genießen alles. Gut. Dann bis später. So, hey Leute, ich bin's nochmal. Und Herr Robert, ich dachte, ich mache jetzt nochmal schnell ein kleines Fazit zu meinen Ausrüstungsgegenständen, die ich jetzt dabei hatte. Genau, anfangen tun wir mit den 7 Sachen. Ob ich den mal mitnehmen würde oder nicht. Und was man da verbessern könnte oder wie auch immer. Ne? Fangen wir mal an hier mit nochmal ein Tarp. 3x3 Meter von Nordisk in Grün. Wie ich schon gesagt gehabt, das habe ich schon ewig lang. Da brauchen wir gar nichts verändern, das ist super. Das hält und hält und hält, genau. Schlafsack war auf jeden Fall die beste Wahl hier, das Ding. Sieht man, dass extreme Temperaturen kann der. Das hier von Simon, genau. Daune, schön warm, also gerade hier in Schweden auch bei den Temperaturen. Optimal. Nachts wird es schon sehr kalt mitunter. Genau, tagsüber schön warm, nachts sehr kalt. Nächstes Paracord. Ja, würde ich vielleicht eine Nummer dicker nehmen das nächste Mal. Genau, weil da die Knoten besser aufgehen am Ende. Aber sonst war der auch ganz okay. Ja, auch super. Dann habe ich hier den Feuerstahl. Der ist wirklich geil. Ist auch von Buschgear. Richtig gut, hat einwandfrei funktioniert und ja, kann man weiterempfehlen auf jeden Fall das Ding. Dann mein tolles Teekännchen hier, das war glaube ich von Isbit oder so, so ein Alukännchen, hat das richtig in Farbe bekommen, sieht richtig cool aus, hat auch super funktioniert, also kann man auch lassen, genau. Und als letztes das Messer, das habt ihr ja vom Anfang schon gesehen. Das ist jetzt noch, hat noch ein bisschen mehr gelitten jetzt. Jetzt sind schon 4 Zacken raus.
ja, das ist wie gesagt, das Ding schaut ganz cool aus, aber ja, also hier oben die Zacken, das sind eher hinderlich, würde ich auch schauen, das nächste Mal, dass die weg sind, dass da keine dran sind und halten einfach eine bessere Qualität, dass der Scheiß nicht bricht. Ja, ansonsten vom Handling her ist eigentlich ganz cool. Also wenn das jetzt in guter Qualität, können wir es auch empfehlen. In dem Fall jetzt leider nicht. Genau. Im Großen und Ganzen würde ich auch das Setup so beibehalten, wenn ich jetzt nochmal sowas machen würde. Das Einzige, wenn ich jetzt 7 Sachen hätte, nur zur Auswahl, aufgrund des Nahrungsmangels, den man hat, würde ich tatsächlich das Kännchen weglassen und dafür mir ein Angelset stattdessen nehmen. Genau, aber zwar Befährter kann man irgendwie noch anderweitig sich bauen oder was weiß ich. Das geht schon irgendwie. Zur Not kann man auch einfach, wenn man jetzt einen Fisch fängt, den am Stock grillen oder sonstiges. Also da würde ich dann lieber auf Nahrung gehen. Gerade wenn es länger ist. Also kurze Zeit ist die 5 Tage, aber okay. Oder vielleicht auch 7 Tage. Kann ich nicht beurteilen. Aber längere Zeit ohne richtige Nahrung kann man eigentlich vergessen. Ne? Genau. Gut, das war Teil 1. Und als nächstes kommen dann die Klamotten. Das ist eine Sache, ich jetzt noch vergessen. Bei meinen 7 Gegenständen. Und das ist natürlich hier die Hängematte. Die hat auch super funktioniert. Die ist halt schön groß, schön breit. Das Mückennetz oben drauf, einmal frei. Vielleicht vom Packmaß nicht optimal. Die ist halt relativ groß. Aber sonst sind wir jetzt da. Nicht beschränkt ist vom Packmaß her, super. Dann, genau, jetzt zum Thema Klamotten nochmal. Also, ich hatte dabei hier die Schuhe. Das sind ja die Vivo Barefoot. Ja, kann man genauso. Die sind halt recht rutschfest. Trocknen nicht leicht, ne, wenn man nass werden oder sowas. Hatte ich eh zu 99%, war ich Barfuß unterwegs. Und wirklich nur im bisschen schwierigen Gelände, vielleicht, dass ich mal kurz, reicht vollkommen aus, genau. Dann die Mütze. Die, ja, ein, zweimal habe ich es gebraucht nachts jetzt, die letzten 2 nicht, war es ein bisschen kälter. Da habe ich ihn abends angehabt, aber sonst würde ich darauf verzichten können. Handschuhe, das waren Arbeitshandschuhe. Ein bisschen Schnittschutz haben die. Genau. Die sind auch absolut okay. Ich habe jetzt nicht, bin ich abgerutscht oder so, kann ich beurteilen, was jetzt passiert wäre, aber auch zum was heißes mal aus dem Feuer zu nehmen, absolut zu empfehlen. Passt. Die Jacke, das ist meine Regenjacke. Die habe ich jetzt auch gar nicht richtig testen können, weil es war nur ein kurzer Schauer. Aber wenn es mal ins Boot was reingeschwappt ist, eine schöne Welle drüber kam, ist nichts durchgegangen zumindest. Also kurzzeitig hält die auf jeden Fall gut was aus. Genau, ansonsten die Zip-Hose, die ist richtig cool, weil die ist wirklich noch in Minuten schneller wieder trocken, wenn die irgendwie nass geworden ist. Manchmal eine Welle abgekommen und ja, die war dann in Minuten schnell wieder trocken. Die war richtig klitschnass. Dann ein ganz normales Baumwoll-T-Shirt, kann man nichts verkehrt machen. Wie gesagt, das ist unser Vereins-T-Shirt. Genau, der Hoodie, den ich noch dabei hatte, ein ganz normaler. Ganz normale Hoodie mit Kapuze. Auch absolut ausreichend. Das alles kann man auch genauso wieder nehmen, eigentlich die ganzen Klamotten. Wird sich nichts verändern. Außer vielleicht jetzt bei so einem Wetter statt der Mütze ein Strohhut oder so. Ja, ein bisschen cooler. Sonst haben wir schon den Puff. Ja, der ist ja hilfreich jetzt gerade hier als Sonnenschutz oder so, als Mückenschutz. Oder abends sind es im Hals. Als Schal einwandfrei. Also Klamotten würde ich genauso wieder nehmen. Das passt. So, im dritten Teil gibt es dann nochmal die ganze Ausrüstung nebendran, was man braucht. So, jetzt in dem Teil geht es um die Technik hierbei. Das ist die GoPro Hero 8, mit der ich filme. Zum einen dazu hier ein kleines Case dazu. Hier diverse Speicherkarten von SanDisk alle, genau. Ladekabel, dann hier eine ja, Station für die Akkus. Da passen 3 Akkus rein von Telesyn. Dann hier einmal
Powerbank, 20.000 mAh von Blackweb und die hier noch mit 26.000, glaube ich, von Shamast. Da haben wir auf jeden Fall, die haben fast, die ist noch komplett voll, die ist noch auf 75% oder so, 70%, genau, weil wir halt auch das Kühlteil dabei, das ist ein Solarding, funktioniert einfach frei, gerade hier bei dem tollen Wetter gerade, das ist hier von Shortech. Kann man hier oben schön hinten reinmachen oder irgendwas, das Ladekabel ran, dann einfach in die Sonne gelegt, funktioniert einfach frei, also mega gut, also wie gesagt, die meiste Zeit damit geladen und nur so ein bisschen was aus der Powerbank rausgezogen. Natürlich ein ganz normales Medikit. Da ist alles, was man dabei so braucht, ein Verbandszeug, ein bisschen Desinfektionsmittel, Rettungsdecke und so weiter. Ne? Das dazu. Und dann als letztes natürlich auch noch Fortbewegungsmittel, wenn man hier unterwegs ist. Da haben wir hier wieder so ein Nautic Packraft. Das ist auch so für Wildwasser geeignet, für alles. Sehr robust, sehr stabil, aber auch sehr leicht. Da kann man einfach im Handgepäck quasi mitnehmen. Und dazu noch die Kanu Wanderkarte für die Region. Kompass dazu, um zum Navigieren. Und noch ein Tape, das ist eigentlich so ein Dachabdichtungstape, aber falls man irgendwas im Packraft kaputt gehen sollte, haben wir schon mal ausprobiert, funktioniert damit einmal frei. Eine Notabdichtung, super. Jo, das war's im Sinne. Dann haben wir das wieder. Da sind wir durch. Die ganzen Sachen in der Beschreibung drin. Dann genau meine kleine Liste mit Links dazu und dann könnt ihr euch das anschauen. Alright, bis dann. Servus. So, Tobi unterwegs mit Holz. Ich habe so ein bisschen was drauf. Der Tobi hat hier den Schwerlasttransport gestartet. Voll geil. Auch schön getan, extra, dass es keiner sieht. Mega nice. Das ist jetzt Holz für heute Abend. Für unseren letzten Abend hier. Ich muss schon fast leider sagen, eigentlich. Es ist zwar schön, dass es zu essen gibt, aber irgendwie. Das ist jetzt wahrscheinlich schon fehlen, die ganze Geschichte. Das ist schon recht, recht genial hier, die Landschaft. Ja. Naja. Sollen wir heute auf jeden Fall noch genießen hier. Letzten Abend hier auf dem See. Genau, bevor es morgen wieder zurückgeht. Die Vorbereitungen für heute Abend, fürs Festmahl, sind voll im Gange. Heute ist soweit gemacht. Wie man sieht, auf dem Zeig, hinten steht die Kiste mit dem Essen. Und da ist die Abendsonne. Vorrangend. So, legen wir uns jetzt nochmal kurz hin. Morgen wird ein langer Tag. Lange Autofahrt und so weiter, will fit sein. Und um 10 Uhr geht der Wecker. Also um 22 Uhr, genau, weil nur ist die Challenge vorbei. Das heißt, 22 Uhr ging der Wecker. Dann werden wir das Feuer machen, schön Essen vorbereiten und um 0 Uhr lassen wir es uns dann schmecken endlich. Schauen wir mal. Wird schon geil, geiles Fest. So, hier ist neue Sonne. Schöne Abendsonne, richtig genial. Genau, jetzt lege ich mich dabei nochmal kurz hin. Und dann. Ja, nicht so gut. Zuletzt ist es kurz nach 22 Uhr. Das Feuer wird entzündet. Und dann müssen wir das Essen machen. Und dann warten wir heute ein bisschen. Bis es 0 Uhr ist. So, Mitternachtssnack ist in the making hier. Ein paar Pancakes. Zwei Platten verteilen. Schönes Salami noch übrig. Mal hier schön. Und den Speck. Und dann hier rein. Genau. Jetzt sind ein paar Zwiebeln. Schön aufgeschnitten. Genial. Da fangen wir nochmal noch. So Leute, jetzt ist es gleich soweit. In wenigen Sekunden haben wir die Challenge hier beendet. Dann ist es 0 Uhr. Dann mache ich mal das Bier auf. Das hat sehr ein gutes Ripsklo. Tobi macht gleich einen Timer. Das Bier haben wir schon offen. Ja, das Bier zeigen. Moment. Das ist jetzt, ja. Jetzt, gleich ist der Timer. Gleich ist los. 10. 9. 9. 8.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Survived! Prost, Leute! So, jetzt nur eins, jetzt wird geschlemmt hier. Ist aufgetischt, alles. Und das war's dann. Dann. Bis morgen.